20.05 Uhr. Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Fangen wir an, oder? Ja, bitte sehr. Wir zwei beiden steigen ein. Ich freue mich auf Sie. Ich auch. Ich bitte Sie, dass Sie mir weiterhelfen. Ich habe so ein Problem. Ich habe vor 30 Jahren den Sohn meines Bruders, verstorbenen Bruders, zu mir genommen. Damals war ich 36 Jahre. Und körperbehindert ist der Neffe gewesen oder ist er noch. Und ich habe ihn betreut eben 30 Jahre lang. Vor 5 oder 8 Jahren ist er in ein Heim gekommen, weil es mir zu viel wurde. Er sitzt am Rollstuhl und seit 2 Jahren hat er eine Freundin, die er kennt. Und seit 3 Monaten wohnt er mit ihr zusammen, hat das Heim verlassen und wohnt bei ihr zusammen. Seit geringer Zeit möchte er sie heiraten. Jetzt ist die Diskrepanz, es ist zu früh zu einer Ehe, jetzt ist das natürlich ein Streitgespräch geworden. Ja, und wir kennen uns ja schon länger und ich möchte ihn heiraten, sie heiraten. Und ich habe gesagt, ich warte noch ein Jahr, vorher nicht. Ja, er möchte sie und er ist alt genug, er ist 44 Jahre alt, er ist alt genug, er möchte sie heiraten. Ich habe große Sorge natürlich. Ich habe gesagt, schau, es ist nicht die erste Ehe, die geschieden wird. Ich weiß es, du weißt es, habe ihm Beispiele aufgeführt. Ich bin natürlich sehr traurig, dass er von mir geht. Er wird und ist und wird bei mir immer ein Sorgenkind bleiben und er wird auch nicht ohne, in meinem Hinterstübchen wird immer sein, wird es ihm gut gehen, er ist mein Kind eigentlich, mein ungeborenes Kind, aber angenommenes, seelisch-geistig angenommenes Kind. Wie wird das weitergehen? Hoffentlich klappt es, dann muss ich wieder alles auslöffeln, wie vieles andere in meinen 30 Jahren, das wäre zu lange, in das zu erzählen. Das ist die erste Frage, was soll ich ihm noch weiter sagen oder soll ich ihn heiraten lassen? Und die zweite Frage ist, ich bin durch das, dass ich mit ihm zusammen war, partnerlos geblieben. Jetzt stehe ich allein da. Das macht mir große Sorgen und Depressionen. Was soll ich machen? Ich weiß, ich kann Kurse besuchen etc., aber ich habe keine Kraft. Also mir gefällt, ich habe ihn sehr sorgfältig, höre ich immer, ich habe sehr gespannt zugehört, weil Sie eine ganz schöne Art haben, eine sehr schöne Art haben, mit sich selber zu reden. Sie können immer so ein bisschen Distanz zu sich einnehmen und sagen, boah, Mensch, ist das nicht vielleicht doch Eifersucht, wenn jetzt die Frau da ist? Oder ist es nicht doch auch so, dass ich jetzt so viel aufgeopfert habe? Und was ist der Dank? Find das eigentlich total klasse, dass Sie mit so einer inneren Gegenstimme reden können. Sie haben ja alles schon einmal rauf und runter sich durch überlegt und durchgesprochen. Vermutlich entweder mit lauten oder auch mit leisen Selbstgesprächen. Zu welcher Lösung sind Sie denn gekommen hinsichtlich der Heirat? Am liebsten wäre mir, er würde nicht heiraten. Natürlich, das ist eifersüchtig. Am liebsten wäre mir, er würde, weil er, die Frau ist ein bisschen, ist auch behindert. Die Frau ist ein bisschen schwierig. So wie er. Ich bin auch nicht unschwierig, muss ich sagen. Ich habe auch meine Matten. Aber mir macht es eben sehr, sehr große Sorgen. Die Frau hat ihn schon einmal verlassen. Da waren sie aber noch nicht zusammen. Sie haben ja beide Themen miteinander verknüpft in Ihren wunderbaren Selbstgesprächen. Ich habe alles für mein Ziehkind, für mein sozial-emotionales Kind gemacht. Ja. Und nun bin ich alleine.
Das haben Sie ja beides miteinander verknüpft. Lass uns das doch mal so spielen, angenommen, Sie wären nicht alleine. Angenommen, es gäbe einen in der Nachbarschaft, der zu Ihnen sagen würde, endlich sehe ich Sie alleine. Ich lege Ihnen mein Herz, mein fast alles, was ich habe, zu Füßen. Wir können ist ja so das tun, ein Mann also, oder eine Frau? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe eine Nachbarin, die kommt zu mir täglich. Das ist meine Sprechstunde schon. Das stimmt schon. Aber sie kann mir nicht helfen. Jetzt tun wir mal so, als ob die auch für diese emotionale Dichte steht. Sie haben ja so eine Sehnsucht nach dieser Emotionalität. Jetzt tun wir mal so, als ob diese Sprechstunde sich ausweitet und Sie mit dieser Frau vielleicht auch schon einen halben Tag zusammenhocken, noch zusammen ausgehen, eine Tasse Kaffee trinken. Sie sind sozusagen beschäftigt mit jemandem, mit dem Sie sich austauschen können. Können wir uns das vorstellen? Kann sie nicht, weil sie anderes Niveau hat und. Wir tun ja nur so, als ob. Ich bin ja immer noch. Vielleicht. Wir können ja an Wunder glauben. Gibt's auch in der Nachbarschaft einen Millionär, der sagt, dich will ich. Also wir tun ja nur so, als ob. Ja, ach so, ja, als ob ja. Ich verstehe Sie. Jetzt. Was würde sich hinsichtlich der Heiratsfrage was verändern? Ja, weil ich einen Partner dann habe, der zu mir steht und nicht ich immer alles entscheiden muss alleine. Okay. Ich muss das alles entscheiden. Glück wie Leid. Mhm. Und das wieder auslaufen, alle Probleme. Mhm. Es hat genug Probleme schon gegeben. Mhm. Und jetzt bin ich aber ziemlich unten. Und ich kann keine Probleme mehr machen. Ja, erledigen. Jetzt haben Sie so viele Jahre selbstlos gelebt. Ja, selbstlos. So habe ich das verstanden. Ja, selbstlos. Und die Prognose, die Sie sich selber stellen, ist, ich kann nicht mehr und habe aber trotzdem Angst, dass ich diese Selbstlosigkeit werde weiterleben müssen. Mhm. Was wäre denn für Sie eine Belohnung in dieser Selbstlosigkeit? Oder kassieren Sie schon seit Jahren keine Belohnung mehr? Kennen Sie überhaupt nicht, dass Sie belohnt werden? Ich kann mich belohnen, wenn ich abends ein gutes Bier trinke. Das ist mein Lob. Ah. Ohne dass ich Alkoholiker bin. Eine wunderbare Belohnung. Abends sich hinzusetzen und diesen ersten Schluck sich reinzuzischen und zu sagen. Ah. Also gut. Das ist die Belohnung. Ja. Welche Belohnung könnten Sie sich vorstellen, wenn es sowas gibt, wie als ob man belohnt wird für das, was man als selbstlos geleistet hat? Schwer zu sagen. Ach komm, wir können uns alles wünschen. Also wünschen kann man sich vieles. Ja, ich wünsche mir halt... Woran würden Sie merken, Sie würden belohnt? Wenn ein Partner, Frau oder Mann ins Haus käme, der mich jetzt einmal begleiten würde. Woran, ich habe Freunde. Woran würden Sie noch merken? Was wäre überhaupt für Sie Belohnung? Wie können Sie sich außer mit diesem ersten Schluck Zisch noch belohnen? Es ist schwer für jemanden, der... Indem ich in die Karibik fahre. Aber ich kann nicht in die Karibik fahren, weil ich noch Tiere habe, Katzen zu Hause. Es ist schon schwer, jemand, der so selbstlos wie Sie gelebt hat, und das meine ich so. Ja. Eigentlich bleibt mir deswegen nur... Oh, was ganz Schweres. Eigentlich, glaube ich, geht diese selbstlose Schiene so weiter, weil Sie haben sich an die gewöhnt. Der selbstlose Teil gehört zu Ihnen wie Ihre Beine, wie Ihre Arme, wie Ihr Herz. Eigentlich bleibt bei allem, weil Sie haben ja jetzt die Nachbarschaft auch schon wieder eine Sprechstundenhilfe, Sie haben Ihre Katze, Sie leben ja eigentlich schon wieder selbstlos. Und wenn wir jetzt... Ich habe Ihnen ja nun schon den Millionär in der Nachbarschaft angeboten. Dann haben Sie sich die Karibik angeboten, aber beides haben wir ja verworfen, gell? Ja, haben wir verworfen. Also haben wir komplett verworfen. Wir bleiben jetzt einfach bei diesem Schluck Bier. Ja. Und bei einer Form von Selbstlosigkeit, die sich vielleicht in diesem Leben von Ihnen nicht mehr verabschieden wird. Und wenn wir weiter akzeptieren, dass ihr Leben auch
oder auch in großen Teilen mit Selbstlosigkeit sich auszeichnet. Der Bruder ist verstorben, sie haben das Kind genommen, es war ein behindertes Kind, sie haben auf viel verzichtet. Das ist eine Seite, die zu ihnen dazugehört. Und wenn wir dem vielleicht ins Auge schauen, dass sich das vielleicht bis in diesem Leben nicht mehr auflösen lässt, wie können sie dann ihre Selbstlosigkeit weiterleben? Ich kann nur beten, dass es meinem Neffen, diesem Behinderten, dass es ihm gut geht und dass mir der Herrgott hilft, dass ich stark bleibe und dass ich gesund bleibe. Ganz das genau. Ist meine Bitte. Und ich glaube, dass das die Form von Selbstlosigkeit ist, die ihr Neffe sich auch wünscht. Er verlässt sich drauf, dass er sagt, du wirst bei mir bleiben und wenn ich heirate und wie ich meine Ehe lebe, ich weiß, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Und vielleicht ist das euer beider gemeinsames Schicksal. Wahrscheinlich. Und vielleicht sind sie einfach mal eben zu kurzfristig zu aufmüpfig geworden. Sagen, jetzt will ich aber mal auf den Tisch schauen, jetzt gucke ich mal, wo der Millionär ist. Karibik schaue ich mir auch an. Vielleicht bleibt es belohnend dabei, dass sie weiter ihre Sprechstunde halten mit der Nachbarin, dass sie ihre Katzerl haben, dass sie ihr Schluck Bierchen abends haben und dass sie vielleicht sagen, die Selbstlosigkeit wird mich in diesem Leben weiter begleiten. Und ich werde dem lieben Gott bitten, dass es meinem Neffen gut geht. Ich werde hoffen, dass es mit der Ehe gut geht. Ich werde da sein, wenn er mich braucht. Das sind sie. Dieses aufmüpfige, das sind sie nicht. Ja, das haben Sie wunderschön gesagt, Frau Lemmle. Ich bewundere Sie für Ihre Gabe. Ich danke Ihnen. Ich danke vielmals. Auf Wiederhören. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. 089 51 8 51 089 51 8 51 und unser erster Anrufer. Guten Abend. Ich begrüße Sie. Jetzt gucken wir mal. Bei mir ist, ich kann auch noch ein bisschen mich mit mir unterhalten, aber es ist so, als ob das Gespräch eigentlich drauf sein müsste. Schauen wir nochmal. Die Mädels gucken und horchen und schauen. Wenn es nicht klappt, machen wir vielleicht zwei Takte Musik und schauen, dass das mit dem Anrufer funktioniert. Also es war tatsächlich eine technische Panne. Es sollte ein Mann am Telefon sein, dann war es eine Frau, die sagt, aber ich war es jetzt nicht. Jetzt versuchen die Mädels, den Kontakt wieder herzustellen. Ich sag jetzt nochmal die Nummer 089 51 8 51. Und ich bitte sowohl den Mann wie die Frau, mir weiß ich auch nicht, den Hörer aufzulegen, sodass wir sie nochmal erreichen können. 089 51
Jetzt ist das ein Mann, der als Frau erschien und nun wieder ein Mann ist. Okay. Ich frage mal höflich, wer dran ist. Hallo? Hallo? Jetzt sind Sie dran. Nein, ich bin eine Frau. Dann höre ich Ihnen zu, was Sie mir erzählen. Ja, ich habe ein Problem. Also insofern halt, ich habe eine gute Freundin gehabt, 25 Jahre circa. Und wir waren uns sehr nah immer. Und sehr viel. Wie viele Jahre? 25. Aha. Haben wir sehr viel geteilt miteinander, sehr viel erlebt, sehr viel Lustiges und auch Ernsthaftes, ja, als Mögliche halt. Immer wieder auch am gleichen Ort gelebt und nicht zufällig und haben uns, ja, waren uns halt sehr nahe auf jeden Fall. Und vor etwas mehr als einem Jahr hat sie dann den Kontakt, also hat gesagt, sie will, also eigentlich eine SMS kriegt, sie will nichts mehr mit mir zu tun haben. Nachdem wir eine Auseinandersetzung gehabt haben, ja, das war schon irgendwie ein bisschen fällig. Es hat immer wieder so Uneinigkeiten oder Sachen gegeben, die uns gegenseitig nicht so gut gefallen haben aneinander. Darf ich Sie noch fragen, wie alt Sie sind? 53. Sie sind verheiratet? Nein, nichts dergleichen. Kinder? Auch nicht. Sie leben in einer Beziehung? Auch nicht, ne? Das heißt, die Freundin war viel, also hat viele Positionen sozusagen besetzt. Ja, ja, schon. Vor allem, wir waren sehr, also wir haben über alles miteinander gesprochen. Okay, das ist ein Jahr her. Was ist heute? Ja, nichts. Es ist, also sie hört ganz klar von sich aus, es war vorher schon öfter so, dass sie einfach in sofern es irgendwie einen Konflikt gegeben hat, also jetzt, wenn ich irgendwas angesprochen habe, hat sie sich sofort entweder aufgelegt am Telefon oder am Absatz umgedreht und war für Monate nicht mehr erreichbar. Also das habe ich irgendwie schon gekannt dann so zum Schluss. Wie oft war das? Naja, das war dann zum Schluss schon, also das Auflegen war einige Male und das. Die Tontechnikerin bittet mich, dass Sie ein bisschen mehr in den Hörer und ein bisschen lauter sprechen, okay, weil sie kann das schlecht aussteuern, okay? Mhm. Also Sie kennen diesen Rückzug und jetzt scheint der Rückzug aber total zu sein. Mhm. Ja, wir haben uns auch nachdem, es war eigentlich ein gemütliches Zusammensein und ich habe halt irgendwie gedacht, wir haben ein bisschen was getrunken, jetzt extrem, aber es war gemütlich. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, das wäre jetzt eine gute Stimmung und Möglichkeit, dass man mal was anspricht. Was ich eigentlich schon lange mal sagen wollte, was mir einfach auch irgendwie ich dann geht. Ich würde gerne nochmal, weil das ist ja seit einem Jahr. Ja, über ein Jahr. Über ein Jahr und dazwischen kein Kontakt. Nein, also wir haben uns zufällig dann zweimal im Supermarkt getroffen, relativ kurz drauf und ich bin eigentlich auf sie so zugegangen mit dem, also mit einem Grinsen im Gesicht und mit dem Gefühl, naja, ich meine, das kann ja jetzt wohl nicht alles gewesen sein. Aber sie hat zweimal absolute Abweisung. Woran, was sollen wir zwei beiden schaffen? Was wäre ihr, weil sie haben, das ist ja jetzt schon eine sozusagen eine altvertraute Situation, dass etwas zu Ende gegangen zu sein scheint. Wobei kann ich Ihnen helfen? Ja, für mich ist das so, ich meine, momentan tangiert es mich nicht. Aber manchmal, das sind immer wieder so Phasen, jetzt vielleicht seltener als am Anfang, da bin ich emotional wirklich total tief hineingekippt. Und dann hat mich das so verletzt, zum Beispiel an einem Wochenende. Es hat mir, weil unter der Woche komme ich nicht dazu, da habe ich andere Sachen zu tun. Aber dass das dann so schmerzhaft war oder so, also mich so fertig gemacht hat, so tangiert hat, dass ich wirklich, also es sein hat können, dass ich ein ganzes Wochenende durch. Also fertig war oder deprimiert war. Oder auch, ja. Darf ich Sie was fragen? Sie sagen, unter der Woche sind Sie beruflich so eingespannt, sind Sie auch mit kollegialen Beziehungen so eingespannt, dass Sie abends nach Hause kommen, auch beziehungstechnisch satt sind und dann ist gut. Mhm. Am Wochenende scheinen Sie beziehungstechnisch hungrig zu sein, oder? Jein. Wie sind Sie, wenn Sie beziehungstechnisch satt sind an einem Wochenende? Ja, gut drauf. Was passiert da so?
ja, dann passiert irgendwas, dann unternehme ich irgendwas mit irgendwem. Also Sie verabreden sich, Sie sind verabredet. Ja. Wie sieht das konkret aus? Na, es ist so, dass ich nicht das ganze Wochenende beziehungstechnisch, wie sagt man da, engagiert bin, weil ich auch sehr viel mit mir einfach zu tun habe und auch tun möchte. Das scheint mir sehr vernünftig zu sein. Ja. Wenn man mit 53 alleine lebt, dann bringt dieses Alleineleben offensichtlich auch viele Vorteile. Ja, also das heißt, das, wie ich mich mit mir kuschle, fühlt sich gut an. So, also das heißt, ich kann mir ein gutes Wochenende vorstellen. Ich kuschel mit mir und ich mag mich und wir zwei beiden, ich und ich, wir mögen uns. Und dann gibt es beziehungstechnisch eine Verabredung und das Wochenende ist gut gelaufen. Dann gibt es die Wochenende oder ein Wochenende, wo sie vielleicht auch, ich bin mit mir gut zufrieden und irgendwo ist aber was offen. Und jetzt kommt eine ganz verrückte Idee. Könnte es dann nicht sein, dass man dann in diese Lücke, es tut sich ja eine Lücke auf, dass ich in diese Lücke diejenige einlade, mit der ich die meisten, ja auch guten Auseinandersetzungen habe. Das heißt, indem ich mich immer wieder in diese Situation begebe, tue ich so, als ob ich diese Beziehung noch lebe. Als ob sie sozusagen in einem eigenen Film sagen, ich ziehe mir jetzt beziehungstechnisch was ein. Das verstehe ich nicht ganz. Irgendwen oder? Ihre Freundin. Jetzt in der Fantasie oder? Na klar. Das tue ich dann schon. Also meistens passiert das schon beim Aufwachen, zum Beispiel Samstagmorgen. Genau. Aber dann werde ich so unendlich traurig und das hat dann so viel zu tun mit selbst. Sie hat mir da eine SMS geschrieben, ich möchte es jetzt gar nicht wirklich so wiederholen. Aber ist es nicht aber viel? Aber das hängt so, das nagt so an mir. Ich verstehe das. Das ist ein Fluch fast, weil es ist so. Also vielleicht hat sie es gar nicht so gemeint, aber es ist so angekommen, so vernichtend für mich. Sie laden sie an diesem Morgen, wo sie so traurig drauf sind, laden sie sie ein. Sie sind da ja mittlerweile längst die Filmvorführerin, wo sie den Film einladen. Die Freundin schickt ihnen ja nicht diese Energie oder es ist auch nicht real, was passiert. Sondern sie liegen an dem Wochenende im Bett, sie fühlen sich unendlich traurig und dann legen sie diese Filmrolle rein. Also muss es einen Sinn machen, dass sie diese Filmrolle, sie stehen nicht auf und sagen, ach Schluss, das sind alte Geister, das ist jetzt vor einem Jahr und das begreift jetzt endlich, das ist vorbei, sondern sie geben sich wirklich elegisch diesem Film hin. Und dann frage ich mich, und dafür dienen Freundschaften wirklich, auch noch nach 30 Jahren, auch im guten Sinne kann man ja so einen Film einlegen. Weißt du noch, wie schön wir es gehabt haben? Sie legen sich den Film immer für die Elegie ein. Was könnte das für einen Sinn machen? Ein Sinn könnte es zum Beispiel sein, dass es sie davon ablenkt, dass die ihre Traurigkeit auch zu ihnen gehört. Es ist leichter zu sagen, ich bin traurig, weil meine Freundin, als zu sagen, ich bin traurig, weil der Teil zu mir gehört. Unter der Woche nix. An vielen Wochenenden nix. Aber manchmal kommt dieser melancholische Morgen, dieser melancholische Aufwacherer, dann ziehe ich mir diesen Film der Elegie ein und dann weiß ich, ich bin traurig wegen meiner Freundin. Und das tut manchmal nicht so, auch es tut natürlich weh, aber es tut nicht so weh, als manchmal zu sagen, die Traurigkeit gehört zu mir. Weil man als Alleinlebender ein tatkräftiger, umsichtiger, auch oft ein glücklicher Mensch ist. Auch unendlich viel leisten muss, um morgens immer wieder frisch auf die Füße zu kommen. Und dann fällt einem, ist man manchmal auch so streng mit diesem eigenen traurigen Teil. Und dann ist es viel besser, die Freundin einzuladen und mit ihr gemeinsam zu weinen, real
oder nicht. Mhm. Die Freundschaft besteht immer noch. Mhm. Insofern weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen raten darf, die Freundschaft endgültig zu beenden. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen raten darf, nochmal einen Versuch zu machen. Mhm. Fast meine ich, dass Sie eine Weltmeisterin sind im Regie führen in Ihrem Leben. Mhm. Und ich mag auch nicht so gerne in mir sagen, ich habe was Trauriges. Da muss man so manchmal was in Frage stellen. Mhm. Es ist leichter dann zu sagen, du bist dran schuld. Ah! Mhm. Ich weiß nicht, was ich Ihnen raten soll, außer weiter so. Mhm. Das ist schön. Nein, Sie sehen, ich glaube eh auch, dass das Beste ist, es einfach so zu belassen. Ja. Und wenn das Schicksal es will, dann nähern wir uns wieder. Richtig. Ja. Weil ich sehe eben, und das war eigentlich eh auch nicht wirklich meine Frage, obwohl es mich dann auch immer wieder beschäftigt, gibt es eine Annäherung oder wie soll es weitergehen? Sie und sind ja gar nicht auseinandergegangen. Nein, nicht wirklich. Nicht. Na, wirklich ich wurde nicht. Auch gar nicht gefragt. Aber Sie sind ja auch ich immer bin noch so mit... Ich bin stolz, dass Sie ihr jetzt hinterher aber. Sie sind ja immer noch mit ihr beschäftigt und sie brauchen sie ja auch. Mhm. Sie brauchen sie, ob sie jetzt da ist oder nicht. Mhm. Insofern weiter so, finde ich. Ich gebrauche sie. Das haben ja, Sie jetzt, das hätte ich mich ja nie getraut zu sagen, aber das haben Sie jetzt gesagt. Mhm. Und es ist auch gut so in Freundschaften. Und insofern würde ich sagen, weiter so. Mhm. Ihr seid euch so lange so nah mhm. und auch im Streit nah und auch in der Traurigkeit nah. Was immer kommt, es wird richtig sein. Mhm. Ich habe eher die Fantasie, dass ihr euch, den Zeitpunkt kann ich nicht festlegen, mhm. aber trefft, eine Tasse Kaffee trinkt mhm. und eher weitermacht im Sinne, weißt du noch? Mhm. Und dann ist es genauso wie gestern. Mhm. Mhm. Das kann sein. Und es dauert vielleicht ein paar Jahre, wo man ja einfach schöne Sachen ganz genau. lernen kann. Und so lange sind sie mit ihr befreundet. Mhm. Und mit guten Freunden kann man sich streiten. Mhm. Gute Freunde kann man dafür verantwortlich machen, dass man sich blöd fühlt. Mhm. Gute Freunde kann man auch für die Ungerechtigkeit des Lebens zur Verantwortung ziehen. Mhm. Und irgendwann wird für sie auch wieder die Zeit kommen, wo man mit guten Freunden lachen kann. Mhm. Das ist schön. Es war ein ganz, ganz, wie soll ich das für mich nochmal zusammenfassen? Es hat auch was mit Liebe zu tun, mhm. worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Mhm. Schön, ja. dass Sie diese Freundin noch haben. Mhm. Gut. Ich wünsche Dankeschön. Ihnen alles Gute. Danke, danke. Tschüss. Danke. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend. Sie erzählen mir ein bisschen? Ja, also ich bin 43 Jahre alt und jetzt ist gerade meine dritte langjährige Beziehung in die Brüche gegangen. Ich bin jetzt alleinerziehend mit drei Kindern und bin sehr frustriert darüber, dass ich mir anscheinend großes Talent habe, mir die Männer auszusuchen, die mit denen ich einfach nicht leben kann. Und möchte das eigentlich, ich möchte das ändern und weiß nicht wie. Och, das schaffen wir jetzt in 30 Minuten. Ich mache so lange damit rum. Die dritte sein. Langjährige. Sie sind ja schon sehr so im besten humanistischen Sinne fühlen Sie sich ja schon eigenverantwortlich, sagt so die Formulierung, ich suche sie mir ja aus. Naja, ich muss ja nicht. Weil früher hätten wir so, als 20-Jährige hätten wir gesagt, wir geraten immer an die falschen Männer und Sie sagen als 43-Jährige schon, irgendwie ist ja mein Beitrag auch da. Genau. Finde ich ja schon mal klasse. Wie alt sind die Kinder? 5, 8 und 13. Sie sind berufstätig? Leider im Moment, nein. Also seit 13 Jahren nicht mehr. Mhm. Das ist nochmal ein anderes Thema, ja. Aha. Ein heikel besetztes Thema? Naja, ich versuche jetzt wieder einen Weg oder überhaupt einen Weg da rauszufinden aus dieser Nichtberufstätigkeit. Das ist aber schon auch schwierig. Also auch ein heikles. Mhm. Wie lange war jetzt diese dritte langjährige Beziehung? Nein, jetzt 9 Jahre. Beide Kinder sind von diesem Mann?
die beiden jüngeren Mädchen sind von ihm, ja. Seit wann ist es zu Ende? Das ist jetzt fast ein Jahr, also im März, Anfang März wird es ein Jahr. Sie waren verheiratet? Ja, wir sind noch verheiratet. Sind noch verheiratet. Mhm. Scheidung läuft? Wird jetzt demnächst in Angriff genommen. Ich weiß nicht, ob wir so einen globalen Rundumschlag schaffen. Mhm. Eher ein Stück weiter kommen wir nicht. Oh. Also wenn wir da einen dicken Zeh irgendwie reinkriegen, wären wir auch schon ganz froh. Ja. Es werden jetzt so alle Beziehungen in einen Topf geworfen. Fangen wir doch erstmal hoffnungsfroh mit etwas an, was uns vielleicht auch insgesamt in eine Lösungshaltung mehr rein einlädt. Wann hat denn meine Beziehung funktioniert? Oder welche Beziehung funktioniert? Also wenn, dann zu Freundinnen. Also wenn jetzt allgemein Beziehungen gesehen. Ja, also ich habe sehr gute Freundschaften mit Frauen. Mhm. Sehr, sehr gute. Also zu einer Freundin, zu einer Frau? Mhm. Ja, schon zu einer Frau. Also, ja. Mhm. Sexuell? Nein. Okay. Ich versuche zu landen. Ja. Die Beziehung, da mit Sicherheit weiß ich, dass es noch wirklich gute Beziehungen gibt, vermutlich zu den Kindern. Ja. Ja. Sehr gut. Also da klappt das. Ja. Jetzt haben Sie sich die Kinder im Storchenteich ausgesucht und waren erfolgreich. Sie haben sich Ihre Freundin ausgesucht und waren erfolgreich. Welche Brille haben Sie dann dabei auf, wenn Sie erfolgreich sind bei dieser Form der Partnerwahl? Oh je. Ja, vielleicht kann ich da realistischer, genauer hingucken. Ich weiß es nicht. Also ja, ich kann es nicht sagen, was der Unterschied ist. Also gehen wir mal davon aus, dass Sie Ihre, welche von Ihren beiden kleinen Mädels wollen wir jetzt, also wir tun mal so, also wir finden die ja im Storchenteich, also ich bin glaube ich auch auf, aber ich glaube, dass wir sie im Storchenteich finden. Mhm. Welche von Ihren beiden Töchtern finden wir am Storchenteich? Welche wollen wir aufsuchen gehen? Die erste. Die Achtjährige. Welche Brille haben Sie auf? Wenn Sie sich überall vorstellen, dass so kleine Gesichtchen sind und so kleine Kuschelkörperchen sind und überhaupt Herzergreifendes zu sehen ist. Ja gut, es hat vielleicht viel auch mit diesem Beschützenden und mit dem Begleitenden zu tun. Das heißt, Sie haben die Brille auf. Darf ich dich beschützen? Ja, das Mütterliche. Darf ich dich begleiten? Ja. Was ist mütterlich noch? Verständnisvoll, aber auch eben dann Grenzen zu setzen, also dieses, ja, jemanden, ja, das ist eine Liebe, die alles vergeben kann, aber ja, das ist sowas Absolutes. Also Sie haben Ihre Kleine gesehen, Sie haben die Brille auf, Sie haben diese absolute Liebesbrille auf. In diesem absoluten absolut. Ich weiß nicht, ob ich nicht manchmal am Tag auf meine Kinder auch so einen Groll hatte, dass ich gesagt habe, hoffentlich liegst du bald im Bett. Dann habe ich sie wieder unheimlich lieb gehabt. Ja, das finde ich das Großartige daran. Natürlich gibt es Streit und es gibt auch Dinge, die mich nerven und ja, wo ich Probleme mit habe, aber trotzdem bleibt diese Liebe. Also was ganz Bewegliches. Ja. Könnte, also dann nehmen wir die Brille doch mal beweglich. Können wir diese bewegliche Brille auch bei einer Ihrer Freundinnen sehen? Ja. Mhm. Und jetzt machen wir mal einen ganz mutigen Schritt. Können wir in dieser 9 Jahre langen Beziehung zu dem letzten Mann, zu dem Vater Ihrer beiden Töchter, auch Phasen von einer beweglichen Brille sehen? Ja. Wann bis heute. Bis heute? Ja, schon. Zum Beispiel? Also es gab, er hat sehr, sehr viele, finde ich, sehr viele Probleme mitgebracht. Er hat auch Suchtprobleme gehabt. Und er ist ein sehr, ja, schwankender
Mensch. Welche Sucht? Alkohol und Kokain. Und Sex. Also Sie haben sozusagen von Anfang an eine Dreiecksbeziehung gelebt. Ja, genau, bis ich das verstanden habe. Das hat gedauert, ja, Aha. Richtig. Aha. Was hatten Sie denn in petto, wenn Sie schon Ihren Mann zu zweit geheiratet haben? Wie meinen Sie das? Naja, Sie haben Ihren Mann mit Sucht geheiratet. Ja. Also wenn ich mir das symbolisch vorstelle, Sie stehen sozusagen vorm Traualtar, Ihr Mann und die Sucht durch Ich bin nie alleine. Ja, aber wir könnten ja mal vielleicht davon aus, nein, das glaube ich, also da bin ich überzeugt von, aber vielleicht sind Sie ja auch in der Kombo angetreten, in einer anderen Kombo. Okay. Wer könnte dann an Ihrer Seite, also wir sind immer noch auf der Suche, wer könnte dann an Ihrer Seite, weil ich höre unglaublich viel gesundes Wachstum, prozessorientiertes, bewegliches, wenn Sie über die Kinder sprechen oder spüren bei Ihren Freundinnen. Jetzt sehe ich Sie sozusagen, Ihren Mann mit seiner Kombo Alk, Koks und Sex neben Ihnen. Waren Sie wirklich so ganz alleine oder wer könnte diese Kombo vervollständigt haben? War eine Symbiose zu der Mutter dabei? Haben Sie ein behindertes Geschwister mit sich? Waren Sie Ihrerseits mit einem Kontrollproblem? Was waren Ihre Kombo? Na ja, gut, vielleicht. Okay, das ist schwierig, die Frage. Die ist sauschwer, gell? Ja. Aber spannend! Ja. Also gut, mir ist das Einzige, was mir jetzt einfällt dazu, ist, dass mir in den letzten Monaten sehr klar geworden ist, dass ich sehr viele Ängste habe. Genau. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Das heißt, es war ein riesengroßer Kombo-Teil von Ängsten. Ja. Wie kriegen Sie diese Ängste in den Griff? Nicht beziehungstechnisch, sondern wenn Sie mit sich alleine sind? Habe ich meinen Kampf damit, aber ich krieg's mittlerweile immer besser. Also ich dadurch, dass ich lerne, das anzunehmen. Sie machen also nicht so dagegen anzukämpfen, sondern ja, das irgendwie in den Arm zu nehmen. Sie machen Therapie? Ja. Das hätte ich Ihnen auch wenn ich das hätte empfehlen dürfen, hätte ich das getan. Das hieße, da sind wir doch schon mal einen Riesenschritt allein. Also sind wir schon mal einen Riesenschritt weiter. Wenn Sie beschützen, wenn Sie Verständnis haben, wenn jemand da ist, können Sie Ihre Beweglichkeit leben. Mhm. Vom Traualtar ist jemand, der in der Kombo antritt. Ja. Neben Ihnen steht die Kombo Angst. Ja, und mir fällt jetzt, also weil Sie so sagen mit beweglich, weil ich, was ich sehr schlimm bei mir selber erlebt habe in dieser Ehe, war, dass ich unglaublich festgefahren und mich als sehr starr erlebt habe. Und das ist jetzt erst so langsam, nach fast einem Jahr Trennung, ich merke, dass diese Starre sich langsam auflöst. Also ich war nicht mehr beweglich. Mhm. Also in dieser Beziehung nicht. Und vielleicht einen Schritt weiter, weil Sie haben sich ja schon auf einen mutigen Weg mit der Angst gemacht. Häufig, und das war ja die Frage, die Sie an mich haben, was fasziniert mich an diesem Mann? Mhm. Häufig trifft sich tatsächlich, also offiziell steht ja Mann und Frau vorm Traualtar. Mhm. Aber häufig trifft sich, wenn der eine mit der Kombo Sucht antritt, jemand, der die Kombo Angst und Kontrolle hat. Ja, sicher. Das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Ja, klar. Und insofern haben Sie beide 9 Jahre viel Gutes gelebt. Sie haben 2 wunderbare Mädels bekommen. Mhm. Und Sie sind nie alleine gewesen. Das heißt, wenn es eine neue Beziehung gibt, dann wird sich vielleicht gar nicht so viel verändern. Auch die Auswahlkriterien werden sich gar nicht so viel verändern. Außer, dass wenn Sie gelernt haben, mit diesen Ängsten anders umzugehen, als sie über Suchtpartner zu kontrollieren. Das gibt es nicht so verführerisch, als die eigenen Ängste über den Partner auszuleben, zu kontrollieren. Der systemische Gesichtspunkt eines Suchtsystems. Mhm.
Das heißt, es wird sich gar nicht so viel verändern, wenn Sie wieder einen Partner finden. Weil Sie werden ja jetzt demnächst alleine am Trauertag stehen. Und dann werden Sie alles das leben können, was Ihnen diese Männer auch gegeben haben. Was aber nicht lebbar war, weil Sie nicht alleine waren. Angst und Zucht. Angst, denjenigen, der als haltlos, scheinbar haltlos gilt, derjenige, der süchtig ist, der scheinbar als haltlos gilt, dem kann man immer wieder mit Kontrolle und mit versprochenem Halt begegnen. Da kann ich am besten meine Angst bearbeiten. Ja, aber das, also eine Wiederholung davon möchte ich nicht. Nee. Jetzt wollen wir ja mal gucken, nachdem wir schon so wahnsinnig psychologisiert haben, wollen wir ja mal gucken, wie Sie jetzt am Traualtar alleine aussehen. Die Angst ist weiter weg. Das fällt mir besser. Das finde ich hochspannend. Also das heißt, Sie sind wild entschlossen, nicht mehr in der Kombo zu heiraten. Ja. Okay. Ihre Angst, haben Sie ja gesagt, ich umarme Sie, begrüße Sie freundlich. Das klingt schon sehr nach einem Therapeutendeutsch. Hätte ich auch so gemacht. Und in der Umarmung haben wir Sie vielleicht ein wenig kleiner gemacht. Ersticken können wir Sie nicht, weil Angst gehört zu uns dazu. Sie sind dann aber so, wie wir es vorweg uns angeschaut haben, so wie Sie Ihre Achtjährige im Storchenteich ausgesucht haben. Vertrauensvoll, offen, konfliktbereit, liebend, auch wenn es kracht, aussöhnend, beweglich. Mhm. So stehen Sie als Braut da. Das sieht gut aus. Ich vermute auch, dass die Braut noch ganz schön klasse aussieht, gell? Und das sind Ihre inneren Anteile. Die sie mit ihren Kindern lebt und die sie mit ihren Frauenfreundinnen lebt. Krachend lebendig, krachend auf Auseinandersetzung, krachend auf Versöhnung. Mhm. Konfliktbereit und nicht konfliktscheu. Mhm. Das leben sie mit den Kindern und ihren Frauenfreundinnen. Mhm. Das wird die Braut sein. Und wenn da so eine dynamische starke, strahlende Frau steht. Was wird dann der süchtige Mann sagen, der vielleicht sagt, ist es meine Braut oder nicht? Was wird er vielleicht an der Kirchentür machen? Sich umdrehen und weglaufen. Ich sehe schon, wir sind uns einig. Das ist das Prinzip von Suchtsystemen, ja. Okay. Schön, dass ich da mal so ein bisschen Klarheit darüber kriege. Die hatten Sie sich gewünscht. Ja, oh ja. Ich war bloß die Steigbügelhalterin, weil Sie sich selber schon sehr, sehr nah und sehr klar waren. Ja, vielen Dank. Sie sind bereits auf einem guten Weg und ich durfte Sie Millimeterchen begleiten und es war mir eine Ehre. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Danke. Tschüss. 089 51 8 51 und unser Anrufer. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lemmle, ich grüße Sie. Jetzt hat's geklappt. Jetzt habe ich zweimal auf den Mann gewartet, kam die Frau, jetzt ist der Mann dran. Kann's nur noch gut werden. Ja. Sie erzählen mir bitte ein bisschen. Ja, also ich habe 20 Jahre in einem gesicherten Beruf gearbeitet und habe jetzt das Angebot bekommen, eine völlig neue Aufgabe in einem ganz anderen Bereich zu übernehmen. Und jetzt wollte ich Sie fragen, ob ich das machen soll. Das eine, was ich bisher gemacht habe, war der Beruf als Betreuer für behinderte Menschen und das andere ist ein Job in der Medienbranche. Ich nehme nicht an, dass Sie mich fragen wollen als praktisch orientierter Mensch mit Geld und Versicherung und sowas. Das haben Sie für sich vermutlich alles schon beantwortet. Genau. Dachte ich mir.
Da würden sie bei mir auch total, also das macht mein Mann. Also das heißt, es geht ihnen eher um, also nicht so sehr die Absicherungsfrage, sondern um? Das Gewissen. Mhm. Weil ich mache den Job schon eine ganz, ganz gewisse Zeit in der Medienbranche. Bin ich schon seit 15 Jahren tätig und habe das nur immer halt nebenberuflich gemacht. Und jetzt meine behinderten Mitmenschen, die ich da im Betrieb betreue, im Stich zu lassen, das wird für die, auch wenn die in ein ziemlich großes und tiefes Loch fallen. Das heißt, Sie haben innerhalb Ihres gesicherten Jobs kontinuierliche Bindungen aufgebaut. Genau. Jahrelange kontinuierliche Bindung. Ja, diese Mitarbeiter, die ich jetzt habe, die betreue ich schon seit 20 Jahren. Und dass sich da eine etwas engere Beziehung aufbaut, ist ja ganz normal, ne? Das heißt, Sie haben alle praktischen Fragen durchgesprochen, Sie haben es familiär geklärt? Ja, ich habe das auch finanziell abgewogen und da ist der Schritt in die Medienbranche halt wesentlich lukrativer als mein gesicherter Job. Wen haben Sie, also ich erlebe Sie als sehr, sehr bewusst, als sehr genau hinschauend. Wer darf Sie, außer dass ich es jetzt darf, darf Sie in Ihrer Familie beraten? Meine Frau. Was sagt Ihre Frau? Meine Frau meinte, Entschuldigung, meine Frau meinte, ich sollte das einfach mal versuchen, weil wenn es schief geht, sie arbeitet ja auch noch. Finde ich klasse. Also das heißt, da ist jemand, der auch noch so mit puffert und sagt, trau dich, ich bin auch noch da. Mhm. Das heißt, wenn ich das alles zusammenfasse, es bleibt für Sie am ehesten diese Frage mit dem Gewissen. Genau. Und damit verbunden ist auch, wie verabschiede ich mich von diesen, die ich seit 20 Jahren begleite? Ja, ganz genau. Frau Lemmle, wenn ich eins nicht sehen kann, dann ist das, wenn Menschen weinen. Dann bin ich halt so so gebaut, dass ich dann direkt automatisch mit anfange zu heulen. Wie löst Ihre Frau das Problem? Weint die nicht? Nicht so schnell. Ich bin da eher am Wasser gebaut. Und Ihre Kinder? Die, also unsere Kinder sind auch schon ein bisschen größer, die kommen dann immer an und wollen Papa direkt trösten. Und angenommen, also ich kenne mittlerweile auch viel manipulatives Weinen, das sage ich jetzt mal so hart. Weil wenn ich ganz schnell anfange, nicht Sie, sondern wenn ich jetzt ganz schnell anfange zu weinen, dann ist der andere nicht mehr so böse. Also, und das können Kinder zum Beispiel perfekt. Also die fangen schon mal ganz früh an zu weinen. Was würde dann mit dem Papa an? Was würde der Papa dann tun? Also angenommen, es ging um irgendeine Grenzverletzung. Die Butter ist in Goldfischglas gefallen und der Papa sagt streng, hätte er die Butter besser in den Eischrank getan. Und dann fängt das Kind ganz schnell an zu weinen. Was macht der Papa dann? Der gibt nach. Ui. Von jeher, ohne Ausnahme. Ja, das kann ich sogar an einem ganz speziellen Beispiel festmachen, wenn Sie die Zeit noch haben. Gerne. Ich habe meine Tochter, diese 6 war, hat sie von mir ein Aquarium bekommen. Mit Goldfischen, ja? Mhm. Und wie sie so in die Pubertät kam, schüttete meine Tochter halt ein Spülmittel ins Aquarium. Ich nenne jetzt keine Namen, ja? und dann platzten die Goldfische auf und haben nämlich einen
sehr qualvollen Tod gehabt. Mhm. Da hat der Papa auch ein bisschen mehr geschimpft als normal. Mhm. Die fing dann an zu weinen. Ich hatte meiner Frau gesagt, jetzt müssen wir sie irgendwie bestrafen, dass sie es merkt. Und wir wollten ja an für sich Stereoanlage und Fernseher aus dem Zimmer genommen haben. Mhm. Fing sie an zu heulen, haben wir es nicht getan. Also das heißt, auf heute übertragen, ihre Ihnen sehr freundschaftlich gesonnenen beruflichen Begleiter bräuchten bloß zu heulen und dann blieben sie da. Ich glaube, so wäre das, ja. Und ich soll Ihnen jetzt ein Anti-Weinschutz mitgeben? Nein. Sie sollen mir nur raten, ob ich... Natürlich werden die weinen. Natürlich werden die verzweifelt sein. Ja. Natürlich werden die, wenn sie merken, mein Gegenüber wird weich, noch ein bisschen trauriger sein. Ja. Weil sie die Hoffnung haben, er bleibt. Wenn sie das von vornherein schon ahnen, dann brauchen sie gar nicht zu kündigen. Also müssen wir jetzt wirklich einen Anti-Weinschutz üben. Die dürfen auch weinen. Kinder dürfen auch weinen, wenn Papa böse ist. Das gehört zu den Auseinandersetzungen im Leben dazu. Mhm. Und wir üben jetzt Abschied nehmen. Und mit Abschied nehmen, ich hasse auch die Zeremonien am Bahnhof, wo alle fürchterlich schluchzen, vermutlich sich dann aber bei McDonald's sofort trösten. Oder Burger King oder andere, die es da gibt. Ne? Oder wie ich es jetzt von einer Freundin gehört habe, die Tochter hat dann die Familienvisa-Karte gleich am Bahnhof genutzt, um einzukaufen. Okay. Und das würde ich Ihnen mitgeben als Bild. Ich glaube nicht, dass Ihnen die Kollegen, die Sie verlassen werden, mit der Familienvisa-Karte gleich einkaufen gehen. Aber es gibt einen danach an den Tränen. Und Sie, die sich von dem Weinen so manipuliert fühlen, unterstellen Ihrem Gegenüber, dass für Sie der Lebensprozess nicht weitergeht. Mhm. Gehen Sie davon aus, dass Sie weinen dürfen. Und Abschied heißt für jeden, es beginnt vielleicht sogar ein Neuanfang, vielleicht jemand, der einen knackigeren Hintern hat wie Sie, man weiß es ja nicht, zum Beispiel. Beziehungsweise das Leben geht in Ihrem Rhythmus weiter. Stellen Sie sich vor, Sie sind am Bahnhof, Sie heulen furchtbar, Ihre Frau heult furchtbar und macht das Drama vielleicht ganz groß und sagt, vielleicht sehe ich dich nicht wieder. Mhm. Stellen Sie sich vor, wie der Zug rausfährt, Ihre Frau sich umdreht, Luft holt, neue Eindrücke sieht, sie merkt, dass die Sonne scheint auf die Haut. Sie sagt, Mensch, das wird Frühling. Sie sagt, wenn ich eh schon am Hauptbahnhof gehe, dann gehe ich in das große Kaufhaus, was da gleich ist. Mhm. Ich kaufe mir eine Bluse und das Leben ist schön. Jeder Tag ist Prozess, jeder Tag ist Bewegung. Und bei Ihrer Entscheidung, die ansteht, gehen Sie nicht von Mitgefühl aus, sondern gehen von Wertschätzung aus, dass von jedem Menschen, von dem Sie sich verabschieden, einer ist, der im vollen Umfang sein Leben lebt. Das ist Wertschätzung. Mhm. Verabschieden Sie sich mit Wertschätzung von den Leuten. Mhm. So wie Sie Ihre Frau wertschätzen würden, dass sie es schon schaffen wird. Genau, das werde ich auch machen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Ja? Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Tschüss. So, ich verabschiede mich bis nächsten Sonntag. Ab 20.05 Uhr können Sie anrufen. Ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Eine gute Zeit. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemle.